Ich mache ja jetzt gerade eine Porno It Man Challenge, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ich bin leider auch ein extrem Fapper. Hast du Tipps, wie man davon loskommt? Und findest du Bodo Schäfer gut oder blendet er die Leute nur? Ich bin der Bestell mir noch ein Glas. Ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Jesus, die Mada sagt, wie läuft deine Abstinenz? Abstinenz ist die beste Verhütung. Also, Abstinenz ist es ja bei mir nicht. Ich mache ja jetzt gerade eine, eine porno it man challenge für alle, die es nicht mitbekommen haben. Und zwar will ich einfach keine Pornos mehr schauen. Mein erstes Ziel ist es einfach nur wegzukommen von den Pornos, weißt du, weil ich das Gefühl hatte irgendwann, dass mir dieses, diese Seiten und diese, diese Reizüberflutung und diese Auswahl und so, dass mir das nicht mehr gut tut. Weißt du, dass ich auch äh, teilweise auch einfach nur aus Langeweile da eine Zeit verschwende und irgendwie auch nicht nur eine Zeit verschwende, sondern auch das Gefühl hatte, dass ein, ein, Teil von, ein, ein wichtiger Teil von meiner Energie dass ich den da reingesteckt habe, so weißt du, was ich meine? Und das will ich einfach auflösen. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Also es dient einmal dazu, um nicht mehr die Zeit zu verschwenden auf so eine auf so Seiten. Zweitens geht es darum, seine sexuelle Energie in die richtigen Bahnen zu lenken, weißt du? die zu behalten und sie in die richtigen Bahnen zu lenken. Das ist so das nächste Ziel wäre dann eine Zeit lang auch mal gar keine Hand mehr anzulegen und komplett einfach sexuell enthaltsam zu leben für ein paar Monate und dann zu schauen, was das auch nochmal für einen Effekt haben kann. Auf dein auf deinen Drive zum Beispiel als Künstler. Auf die Mucke, die ich mache. Auf ja allgemein mein, mein, mein Drive im Leben und so. Und ich sage dir ehrlich. Die ersten elf Tage sind es jetzt, glaube ich, so. Da habe ich schon gemerkt, wie... Also es kam jetzt natürlich auch parallel mit dem Wetterwechsel. Die Sonne scheint wieder ein bisschen. Und deswegen bin ich auch wieder ein bisschen mehr motiviert. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass ich schon nach zwei, drei Tagen mehr... dass mein Energielevel höher war. So. Ich habe mir dann auch irgendwann auf Fantasiebasis trotzdem noch mal Hand angelegt an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz raubt das nicht so viel Energie, habe ich das Gefühl gehabt. Weißt du? Und ja. Ich komme auf andere Gedanken, ich habe Bock mehr zu kreieren, seitdem mache ich auch viel mehr Songs wieder, ich poste wieder regelmäßiger auf Instagram und so. Keine Ahnung, ob das miteinander zusammenhängt, ob es nur Placebo ist oder keine Ahnung, aber wirklich so, ich würde es jedem von euch ans Herz legen, das mal auszuprobieren, von diesem Pornos wegzukommen. Und dann im nächsten Schritt, das werde ich euch dann aber auch öffentlich erzählen und sagen, da könnt ihr dann auch gerne mitmachen, einfach gar nichts machen in die sexuelle Richtung und um dann zu schauen, was da nochmal passiert, weißt du? Yeah. Kapital Bra sagt, Heil und da kommt man gerade rein und ich höre No Fab Porno etc. Ich bin leider auch ein extrem Fapper. Hast du Tipps, wie man davon loskommt? Ja, so richtige Tipps habe ich an der Stelle nicht, weil ich ja selber erst seit elf Tagen dabei bin. Aber. Nee, habe ich leider nicht. Ich bin halt einer, der, wenn er sich was vornimmt, der zieht es dann halt durch. So. Wenn ich. Du musst dir halt vor Augen halten, was es, was es verändern kann, weißt du? Du musst es machen und dann dir vor Augen halten, was es verändern kann. Du musst den richtigen Grund dafür auch haben. Das Why, also das Warum, muss halt nice sein, weißt du? Und wenn das gewichtig genug ist, sag ich mal, dann wirst du auch daran festhalten. Ne? Also, wenn dein Warum, wenn dein Warum groß genug ist, wenn du einfach, wenn du einfach, du musst dir einfach irgendwie denken, so, okay, jedes Mal, wenn ich auf Pornoseiten gehe und mir einen runterhole, ähm, Geht so und so viel Prozent von meiner Energie drauf, die ich auch in mich, in mein Leben, meine Zukunft, meinen Traum, meine Vision reinstecken könnte. Das würde mir reichen eigentlich so, weißt du? Und beschäftige dich vielleicht auch ein bisschen. Guck dir mal Videos an, guck, was das mit deinem Gehirn macht. Guck, guck dir, guck dir, ich habe zwei Reactions, ne, eine Reaction habe ich gemacht auf dem Video, ist auf dem zweiten Kanal, kannst dir gerne auch mal angucken. Und ja, informiere dich einfach und baue dir ein vernünftiges Warum auf und irgendwann wirst du an den Punkt kommen, wo du dann auch durchziehen kannst. Hoffe ich für dich auf jeden Fall, bro. Der Raiwan 2 sagt, Raiwan, Enthaltsamkeit wirkt sieben Tage, dann steigt der Testosteronspiegel auf 47,5%, danach flacht er wieder ab, also sieben Tage Durchhalten ist bei einer chinesischen Studie herausgekommen. Okay. Okay, nice. Sieben Tage gar nichts machen, ne? K. Fagleon, findest du Bodo Schäfer gut oder blendet er die Leute nur etwas? Blendet er die Leute etwas? Nee, ich feiere Bodo Schäfer. Ich stehe da voll hinter. Ich feiere den. Der Bruder hat mich geprägt. Und also das Buch, Gesetze der Gewinner, ist einfach durchgehend positiv. Und ich sage, jedem Menschen kann es krass helfen. So, deswegen, für mich ist er einfach ein geiler Mensch, so. Weil er, weil ich das Buch, weil er mir das Buch geschenkt hat, quasi so. Also er hat das Buch geschrieben und ich habe mir das durchgelesen und das hat mein Leben krass verändert ins Positive bis heute. Allein dieses mit dem Dankbarkeitsjournal ziehe ich bis heute durch, schreibe mir jeden Tag drei Dinge auf, für die ich extrem dankbar bin. Jeden Tag so und versuche immer wieder auch an neue Dinge zu denken und auch für grundsätzliche Dinge dankbar zu sein. Und die Sachen, die er da einfach aufzählt, also diese zehn Gesetze sind es, glaube ich, der Gewinner, die sind, einfach, die sind einfach brutal gut für jeden Menschen. Um, um, umsetzbar, weißt du? Und es wird jedem Menschen helfen. Und deswegen habe ich es auch damals so krass nach außen getragen. Ich habe fast in jedem Interview über das Buch... Gesetze der Gewinner geredet, weil... das mein Leben verändert hat, ins extrem Positive. Und das will ich dann natürlich auch mitgeben. Und ich bin auch dann gerne einer, der auch dann einer, der, 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 der auch ein bisschen übertreibt. Und das dann immer erwähnt, so. Aber ich finde es gut, weil ich glaube... ich habe sehr viele Leute damals mit auf die Reise schon genommen... Persönlichkeitsentwicklung, weil ich weiß noch, sehr viele Leute haben mir zu dem Zeitpunkt damals geschrieben und mich auch markiert, haben sich das Buch bestellt und haben ihr Leben ins Gute verändert, so. Weißt du, deswegen, der Mann ist ein nicer Mann und der, ist, der Mann ist auch für mich einer, gerade von diesen ganzen Motivationscoaches, Geldcoaches oder was auch immer, bei dem Menschlichkeit auch noch eine Riesenrolle spielt, so wie ich gesagt habe das mit der dankbarkeit und so und er schreibt es auch in seinem buch und sagt es auch immer wieder in seinen videos dass das a und o ist ein guter mensch zu sein weißt du und das fehlt mir bei vielen motivationscoaches oder coaches die irgendwie ja so 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 geldcoaches oder wie die auch immer sich nennen da kommt es mir oft so vor, als ob es einfach rein nur um Money geht. Survival of the Fit ist scheiß drauf. Du musst kein, kein guter Mensch sein. Du musst einfach nur die richtigen Business-Entscheidungen treffen, damit du dann Geld verdienst. So. Und ich finde es geil, dass er noch dieses menschliche mitträgt. Und das merke ich ihm auch an. Ich habe ihn ja auch persönlich schon gesehen. Ich habe das in seinen Videos auch schon gemerkt, in seinen Augen und so. Das ist ein geiler Typ. Ich mag den. Ohne Scheiß. Das ist geil. Ey, Freunde, ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Und dabei war alles, weil dabei war alles, weil wir waren ja schon dabei. Cooler Stream. Bleibt so, wie ihr seid. Ah, be unique. Genießt das Wetter. Geht raus mit Familie und Freunden. Genießt das Leben wieder. Kommt wieder zurück zum Leben. Social Skills müssen erstmal wieder erlernt werden an der Stelle. Ich kann es mir richtig vorstellen, Alter. Ihr kommt alle aus so einer Höhle raus, diese Corona-Höhle so. Voll abgewichst. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mit Menschen rede überhaupt. Genießt auf jeden Fall, Leute, ja? Genießt das Wetter, macht schöne Sachen. Guckt, dass ihr wieder positiv werdet. Lasst euch nicht ficken, lasst euch nicht unterkriegen. Und vor allen Dingen, lasst euch nicht verarschen. Peace. Ich bin in Zone mit den Bros, only good vibes, komm uns nicht zu nah. Komm uns nicht zu nah. Dann ab heute sind wir Stars. Wine for me, baby, mit dem, Arsch. Mit dem Arsch. Sie hat den größten Booty auf der Welt, wenn sie shake, komm ich einfach nicht klar. Baby, girl, baby girl